da draußen, liebe Community der Digitalisierung, hier wieder vom Stand in Bremen. Ich bin ganz amused darüber, dass ich hier den Dr. Winfried Felser an meiner Seite habe. Hallo Andreas. Hallo Winfried, grüße dich. Ich grüße dich auch. Schön, dass du hier gekommen bist und dass wir ein bisschen über Digitalisierung sprechen können. Und ich bin wegen der Knete gekommen. Wegen der Knete. Und wegen dem Mix. Ja, wegen auch dem Bestechungsgeschenk, was wir dir nachher mit auf den Weg geben. Ja, genau. Aber eigentlich war es die kreative Zerstörung des Mixers, weil eigentlich repräsentiert das ja Schumpeter in Bestform. Sehr gut. Vielleicht ganz noch mal kurz zum Format. Wir haben von Blendtec einen Mixer mit an Bord bekommen. Wir wollen alle Geschäftsmodelle zerstören und wir wollen neue Geschäftsmodelle kreieren. Sehr gut. Ich weiß, dass du ein kreativer Mensch bist, von daher mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir am Ende was ganz Faszinierendes bekommen werden. Unter Leistungsdruck klappt unter das Leistungsdruck, bei mir nicht. Unter Leistungsdruck, wir werden das forcieren, kein Thema. Aber vielleicht kannst du da mal ganz kurz unseren Zuschauern erzählen, wer du bist, was du machst und in welchen Themen du unterwegs bist, sodass wir ein bisschen der Vorstellung bekommen, was du so treibst. Genau. Also Winfried Felser, früher Fraunhofer. Und irgendwann haben wir gesagt, wir machen eine Ausgründung. New Economy Zeit hat uns dann überredet, letztendlich in das Thema Plattform reinzugehen, B2B-Plattform, Content-basiert. Eigentlich damals schon der Wunsch, kollaborative Netzwerke zu unterstützen. Rausgekommen ist die Competence Zeit. Demnächst Competence Zeit 4.0. Sehr erfolgreiche Zeit, also wirklich empfehlenswert, super. Tolles. Aber noch nicht am Ende der Vision. Noch nicht am Ende der Vision. Die backen wir heute. Oh, okay, bin gespannt. Sehr schön. Genau. Ja, Digitalisierung in aller Munde, auch heute hier auf der Messe zwischen den Welten. Was ist dir kürzlich begegnet? Wo sagst du, oh, das ist mal was ganz Besonderes, was dir so noch nicht aufgefallen ist? Was ist ein Highlight? Du meinst irgend so ein Gadget? Ja, wie auch immer. Ja, also was ich halt schön finde, also ich hatte jetzt vor ein paar Tagen die Kino bei Intelligence World, da habe ich gerade gesagt, wir dürfen uns von den Gadgets nicht ablenken lassen. Was ich aber cool finde ist, seit 20 Jahren hoffe ich auf den digitalen Agenten und jetzt habe ich das Gefühl, er kommt ins Leben und hoffentlich haben wir demnächst wirklich kollaborative Steuerung und Agenten, die miteinander sich austauschen. Also das finde ich ganz spannend. Ist nicht so sexy wie Amazon Echo oder HoloLens oder sonst was. Aber ich finde es am Schluss essentieller, weil es eigentlich so einen fundamentalen Wandel zeigt, wo eigentlich unsere Welt hingehen wird. Okay. Ja. So, nochmal ein bisschen nach vorne gesprungen in die Zukunft. Wie glaubst du, werden wir in der Zukunft leben? Es werden ganz viele nette Gadgets kommen und Dinge und was auch. Das Essentielle, was ich halt glaube, ist, dass das Thema Vernetzung von Intelligenzen immer wichtiger wird. Egal durch welche Schnittstelle und durch welches Tool, durch welches Gadget wir das machen. Aber wir werden intelligenter, Dinge werden intelligenter. Und das Zweite ist, wir werden kollaborativer. Ja. Deswegen auch der digitale Agent springt mir noch zu kurz. Irgendwann müssen das kollaborative Agenten sein. Und am Schluss immer noch Ziel und Zweck muss natürlich Kundennutzen sein oder Nutzen der Stakeholder. Aber deswegen, ich denke eigentlich nie so gerne über die Gadgets und die tollen Dinge, die man sehen und anfassen kann, sondern ich frage mich, was ist eigentlich die Essenz, die Emergenz dahinter? Und da sage ich, da kommen wir in ein ganz anderes Modell. Und wenn wir auch mal sagen, heute diskutieren wir ja mit Otto, was sind so die Probleme bei der digitalen Transformation? Ja. Ich glaube, es ist halt nicht die Technologie, sondern es ist eine Frage der Mindsets, der Kollaborationsfähigkeit. Für so eine Ökonomie müssen wir anders ticken und handeln. Und das, glaube ich, ist die Challenge. Absolut. Ja, wir haben ja früher schon über Wertschöpfungsnetzwerke diskutiert, über Zusammenarbeit, Kollaboration. Das ist Hidden Champion-Thema ist natürlich etwas, was lange in Deutschland Tradition hat. Und das müssen wir irgendwie aufbrechen. Wir müssen mehr im Netzwerken unterwegs sein, weil sonst werden wir das, glaube ich, nicht schaffen. Ja, super, spannend. Und jetzt machen wir das Ding kaputt. Jetzt machen wir was. Du hast dir das Nokia deswegen ausgesucht. Bin ich gekommen. Genau. Ja. So, warum hast du dir das Nokia ausgesucht? Nokia. Also erstens, Nokia dient ja immer so als Beispiel für eine gescheiterte Story. Okay. Ich sag, Nokia kommt wieder. Nokia, also, Revival. Nokia Revival. Also Nokia hatte ja kurz am Ende noch das beste Menü ever zur Steuerung und plötzlich machte iPhone alles ohne Menü. Ja. Aber Nokia ist jetzt tatsächlich auch wieder so ein Revitalisierungspfad. Einerseits steht Nokia selber für mich, für Disruption. Die haben irgendwann mal Gummistiefel hergestellt und irgendwann wurden aus Gummistiefeln Handys oder sagen wir mal nicht Handys, sondern hier diese Mobile Phones.
Und sagen wir mal, Handys im Sinne von Smartphones waren andererseits dann wiederum ihr Tod, ja, weil sie diesen Weg nicht gehen wollten, obwohl es durchaus Indikatoren in diese Richtung gab. Und jetzt die dritte Story, jetzt erfindet sich Nokia wieder neu und das finde ich einfach sehr spannend. Insofern symbolisiert Nokia Digitalisierung in Bestform. Sehr schön. Dann werden wir jetzt das mal zerschreddern. Ich würde dich bitten, hier zur Sicherheit die Handschuhe anzuziehen. So. Gut. Dann würde ich sagen, schreiten wir zur Tat. Genau. Wann macht Digitalisierung Spaß? Wenn große Jungs Dinge kaputt machen können. So. Digitalisierung at its best. So, hau rein das Ding. Wir machen mal den Deckel drauf, pass auf. So, wir halten jetzt mal zusammen hier die Hand drauf, dass sie ja nichts rausschießt und du kannst gerne hier den Slider bewegen. Oh. Du bist dir sicher, das hält? Ja. Okay, dann gib mir Gummi. Dann gib Gummi. Ja, so. So wieder. Ja. Ich glaube, können wir ausmachen. Können wir raus? So, ja. So. Und, was sagt das Nokia? Der Andreas sagt, ja, das wird schon... Okay. Aber was ich sehr beeindruckend finde... Das Kernelement ist unberührt geblieben. Das ist halt noch wirklich Qualitätsarbeit. Das ist wirklich Qualitätsarbeit. Das war nicht so ein Einwegding. So, vielleicht mal gucken hier. Ja. So, okay, Nokia haben wir geschreddert. Geschreddert. Jetzt lass uns kreativ werden. Achso, ich dachte, wir würden das jetzt integrieren in diese Knete. Ja, wir können mal gucken, ob wir irgendwas davon nutzen können. Ich gucke mal. Einfach, wir machen so ein Gemischteil. So, wir nehmen einfach mal das Nokia. Oh, das ist vielleicht auch sehr schön. Ja. Das Nokia ist ganz geblieben. Ja, sehr gut. Vielleicht zum Lieben können wir wieder erwecken. Ja. So. Den Rest mache ich mal wieder zu. So. So, was hast du dir ausgedacht? Also, ich wollte ja mal schildern, was eigentlich unsere Challenge ist. Ja. So. Das hat was mit eurer Kompetenzzeit zu tun? Genau. Okay. Auch wenn jetzt Nokia draufsteht. Ja. Ne? Also, im Kern, also eigentlich sind wir jetzt in der Branche tätig, der Medienbranche, die sehr früh natürlich Opfer der digitalen Disruption war, schon in der New Economy. Mussten sich die ganzen Zeitungsverlage massiv wegen Online umstellen. Zum Beispiel, und dann auch noch an zwei Fronten. Das eine ist ja, dass ihnen die Leser wegfielen durch Online, das andere aber auch die Erlöse. Zum Beispiel Stellenanzeige. Nur die Älteren unter uns erinnern sich noch wahrscheinlich an die FAZ mit vom Wochenende mit 100 Seiten Stellenanzeigen, gibt es alles nicht. Sondern in gewisser Weise, wir waren als Competence-Site damals auch Disruptor. Weil wir sehr früh 1999 gesagt haben, wir machen Online und wir machen Kompetenzkommunikation. Ja. Aber das Thema ist, das Problem am Digitalen und an diesem beschissenen Internet ist, das Leben geht weiter. Ja, vor allem ist ja Wissen auch immer noch so ein elitäres Gut, wo man sagt, okay, Information Hiding und so weiter. Ja. Und da wart ihr ja früh dran, sagt, wir müssen das sharen. Eigentlich müssen wir Wissen teilen und so weiter und auch gemeinsam nutzen. Ja, das ist ja sehr visionär gewesen. Und wenn man einfach mal sieht, woran sind wir gescheitert im ersten Schritt, gar nicht an der Idee, sondern die Idee war einfach in gewisser Weise zu früh und zwar doppelt zu früh. Das erste ist, die Technologie hat es nicht unterstützt. Ja. Wir haben damals auf IBM Lotus Notes gesetzt. Oh, und keine Schleichwerbung. Achso, okay. Genau. So, aber das zweite ist, die Kultur, die Mindsets waren damals nicht drauf. Also wie du sagst, ja jetzt sehr visionär, Sharing und so weiter. Ja. Wir haben damals den Unternehmen gesagt, hey Leute, bringt doch eure Kompetenz, und zwar wertige Kompetenz, nicht eure blöden Produktflyer, sondern wertige Kompetenz ins Internet und lasst euch da einfach entdecken, weil das war auch damals bei unserem Fraunhofer ALB eigentlich ein Erfolgsprinzip. Und die wir ansprachen, würde ich sagen, zu 90% sagten, warum sollen wir denn was offen machen, warum sollen wir unser Wissen bekannt machen, das ist unser Wettbewerbsvorteil. Absolut. Nee, brauchen wir alles nicht, wir halten es für uns und dieses Internet, das ist morgen sowieso, irgendwann wird sich das sowieso ausgelaufen haben. Also die üblichen Gags, die man in irgendwelchen Filmen sieht, waren gar keine Gags, so haben tatsächlich die Menschen damals gedacht. Ja. So, und in gewisser Weise haben wir dann
unsere Vision kastriert, ja, und haben gesagt, wir machen jetzt nicht eine kollaborative Plattform, wo interaktiv und co-kreativ Dinge wertschöpft werden, sondern wir haben gesagt, wen kriegen wir überredet? Am Anfang haben wir gedacht, die Wissens-, die Content-Generatoren sind die Professoren und Wissenschaft und Fraunhofer. Ja. Und war gar nicht so. War gar nicht so. Okay. Ja. Also erst haben wir versucht mit Professoren und wir haben Deutschlands Professoren, glaube ich, jedes Jahr 500.000 bezahlt, damit die Deutschland voranbringen. Hat nichts gebracht. Hat nichts gemacht. So, und da haben wir aber gesehen, wer bringt denn tatsächlich was? Wir haben gesehen, die Praxis war viel einfacher abzuholen. Okay. Ja? Also das heißt, die Praxis, die letztendlich, ob jetzt hier Maschinenbauer, Berater. Aber auch mit wertigem Wissen. Also auch mit wertigem Wissen. Ja. Manche musste man allerdings begleiten auf dem Weg zu wertigem Wissen. Okay. Ja? Also viele dachten halt, Kompetenzkommunikation ist doch mein Produktflyer. Mein Produktflyer, das ist Kompetenz. Ja? Okay. So, aber was wir dann waren, war in gewisser Weise, hier hatten wir so einen breiten Strom, den mache ich jetzt mal breit, okay, von Content, von unseren Partnern. Und dann, das sieht so aus wie so ein Wurmfortsatz, ein Blinddarm, ja? Ja. Waren wir der Wurmfortsatz von Google. Okay. So. Und was über ist das? Google, das ist ein Tor oder was das ist sind das? Wir. Das sind wir in der Mitte. Okay. Als Gate. Oh. Ja. Wir haben den breiten Strom ein bisschen analysiert und dann haben wir ihn hier draußen. Und hier war die riesengroße Übermutter. Ich schiebe das mal ein bisschen auf die Seite, dass man das sehen kann. Das Ding, was ich euch jetzt kaputt mache, ist hier Google. Ja, sehr gut. So, aber es war eigentlich ein easy Living. Ja. Ja. Wir haben einfach nur Content zusammengebracht, so und so. Und Google hat, wir waren teilweise besser als Wikipedia und andere ganz oben. So, und das zeigt aber, wie blöd dieses Internet ist. Da muss nur bei Google ein Algorithmus ändern. Oder es muss sich ein Paradigma ändern. Ja, also wir hatten damals digital 1.0. Wir hatten diese typische Welt. John Hagel nennt das The Power of Pool im Sinne von Access. Einfach im Wesentlichen Suchmaschinen bringen Zugriff auf Content-Seiten. Der erste Schlag war, Google ändert seinen Algorithmus. Und zwar hat Google gesagt, wir wollen das einzige Portal sein und unser Top-Ranking war irgendwann mal ein Problem. Ja. So, aber zweitens war es so, plötzlich kam dann auch noch das Web 2.0. Ja. Und überall entstanden kleine andere Inseln und plötzlich waren da Dinge, die wir eigentlich geplant haben, aber die wir dann kastriert haben, die entstanden da. Okay. Kleine Social-Plattformen und manche dieser kleinen Social-Plattformen hießen OpenBC, Sing, LinkedIn, ja, oder aber auch Fachportale. Ja, ja, ja. Das heißt, dieses Google entfernte sich von uns, ja, und es gab aber immer mehr andere Portale und letztendlich, vorher waren wir wettbewerbsfrei, plötzlich hat man dieses, muss man sich auf dieses neue Paradigma so einlassen. So ein Mist, genau. Wettbewerber also, auf der weiten Sicht, von daher. Genau, Wettbewerber sind scheiße, stimmt eigentlich nicht. Also Peter Thiel sagt ja immer, das Beste, was man haben kann, ist ein Monopol. Ja. Stimmt für den Monopolisten, aber auch nur bedingt, weil ein Monopol kann auch Einträge machen. Ihr hättet euch ja auch nicht weiterentwickelt. Wir hätten uns auch gar nicht weiterentwickelt. Ja, ja, das ist so, ja. Und wenn ich jetzt sage, diese Einbahnstraße, die muss eigentlich, muss das jetzt eine große, gemeinsame Pfannkuchen werden. Pfannkuchen. Ja, genau. Aber der muss immer weiter in die Welt hinaus. Ich mache euch den Tisch hier jetzt richtig schmutzig. Ne? So, und jetzt muss ich noch gucken, wie können wir Kollaboration darstellen, dass hier auch alle jetzt hoffe ich auf deine Kreativität. Oh, wie machen wir diesen Pfannkuchen in seinem Innersten? Also ich habe ja das sehr mit diesem Schaum, Prinzip, der Schaum. Wir müssen ja was Atmendes haben, ja. Wir und es muss auch connected sein. Das ist keine autistische Insel, sondern eigentlich ist das also müssen Knotenpunkt irgendwie Berührungspunkte im großen Netzwerk. Genau, ich kann das jetzt nur mit den Förmchen vielleicht. So, und jetzt kommen wir auch dieses entscheidende Stück, das du übersehen hast. Ja. Oh. Das hier ist nämlich jetzt Artificial Intelligence. Ich glaube, es ist eigentlich schon. Ja, wir setzen hier viel das mehr ist Artificial. Der Halbleiter. Wir setzen hier viel mehr Artificial Intelligence rein. Okay. Und wir brauchen ein bisschen Automation. Automation, das ist hier Automation. Ist eine Steuerung, glaube ich, drin. Ist eine Steuerung, sehr gut. Also hier Steuerungsplatine. Sehr gut. Also, das Ding ist jetzt nicht schön, aber total funktional. Ja. So. Wie man sieht, er schließt sich eigentlich direkt. Das Ding ist halt einerseits jetzt ein Knoten im großen Netzwerk, aber intelligenter, insbesondere zum Beispiel Bewertung von Relevanz, Filterung von Suchalgorithmen und es muss kommunikativer sein. Das heißt, es muss letztendlich über APIs mit anderen Plattformen kommunizieren, aber auch viel mehr mit den Nutzern und so das Engagement unterstützen. Und das ist das, was wir 1999 geplant haben und 2018 realisieren. Und dann machen wir die Riesenparty. Sehr gut. Und du machst die Eröffnungsrede.
Weil damals bei dir entstand diese Idee, sage ich dann. Sehr gut. Und davon müssen wir ein Foto machen. Ja. Gefällt es dir denn? Auch ästhetisch. Also ganz weit vorne. Ja, also, sehr gut. Das ist ja das Überraschende, dass wir hier völlig unterschiedliche Exponate Vorstellungen von Ästhetik und Ästhetik. Und das ist ja genau das, was wir anregen wollen mit unserer Disruptive Kitchen, dass wir eben nicht in den eingefahrenen Wegen unterwegs sind, sondern dass wir auch das nutzen, was vorhanden ist, aber auch Neues ergänzen. Und das, glaube ich, ist total wichtig, weil ganz viele Firmen sagen, wir machen jetzt irgendwie ein Digilab. Wir machen irgendwo auf der grünen Insel, machen wir was mit unserem Ding nichts zu tun hat. Ja. Und zum Beispiel der Jürgen Meffert hat mit seinem Vater jetzt ein schönes Buch geschrieben, Digital at Scale. Und da sagt er,